Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Die siebte See, herausgegeben von Pegasus Press. Und warum das ein, ja, besonderes Spiel ist, das verrate ich euch nach dem Intro. Ja, Die siebte See ist ein Regelwerk und eine Setting-Beschreibung für ein paar Piratenabenteuer wäre einfach zu wenig ausgedrückt. Es ist tatsächlich Mantel und Degen, es sind Piraten, es sind Monsterjäger, es sind vor allem Heldengeschichten, die erzählt werden wollen. Und ich denke, das gelingt mit diesem Regelwerk ganz gut. Man spielt nicht den kleinen Bauernjungen, sondern man spielt tatsächlich Leute, die schon etwas können, die bekannt in der Welt sind. Und wie das eben dieses Regelwerk aufzubauen versucht, und wie dann der Würfelmechanismus dahinter ist, den ich so bisher noch nicht gesehen habe, das verrät einem dann eben dieses Buch auf den folgenden 300 Seiten. Ich muss tatsächlich sagen, dass das Artwork in diesem Buch herausragend ist. Also das ist tatsächlich, es sind echt viele Bilder drin enthalten und jedes einzelne dieser Bilder ist richtig klasse. Dem einen oder anderen mag das vielleicht nicht gefallen, ich aber finde die echt super. Und das ist auf alle Fälle schon mal ein dicker Pluspunkt. Wir gehen gleich schon mal die Seite weiter. Und hier wird dann eben auch nochmal genau das erklärt, was ich eben gesagt habe. Also, was ist das überhaupt für ein Spielsystem? Was ist diese Weltenbeschreibung? Wo soll die Reise eigentlich hingehen? Und das wird dann hier eben auf den folgenden Seiten beschrieben. Da gibt es natürlich auch nochmal den Hinweis, was ist überhaupt Pen-and-Paper-Rollenspiel? Also wer hier komplett neu ist, der wird auch da eben noch einmal an die Hand genommen. Aber das ist ja quasi bei jedem normalen Regelwerk der Fall, dass da ein paar Seiten für die Neulinge draufgehen. Und das wird dann hier eben auch gemacht. Das ist aber nicht wirklich störend. Und so kurz dieses Willkommenskapitel auch ist, umso schöner geht es dann eben auch direkt hinein. Hier habe ich mal das Kapitel 2, was dann direkt darauf folgt. Das Bild blende ich euch nochmal ein. Die nächste Seite, das macht gerade nicht so viel Sinn, dass ich euch die zeige. Das ist nämlich eine gedrehte Karte der Welt. Die werde ich jetzt einfach mal noch einmal gedreht und zwar richtig herum zeigen, damit man daran eben erklären kann, was der überhaupt ist. Das Rollenspiel selber kommt aus Amerika und wurde übersetzt. Und das ist so ein bisschen diese amerikanische Version von Europa. Man kann alles irgendwie wiederfinden. Jedes Land ist irgendwie wieder da drin. Also Avalon haben wir dann England und da gibt es die Gralssaga. Und wir haben die Iren, die sind mit da drin. Wir haben die Deutschen, die Eisenländer. Wir haben die Franzosen. Wir haben die Spanier. Und alle haben eben ihre eigenen Kulturen, ihre vielleicht so ein bisschen vorurteilsbehaftet. Aber man erkennt sich da eben wirklich drin wieder. Auch die Namen, die dann eben die Leute dort bekommen, sind so gewählt, dass man da dann einen Franz zum Beispiel erkennt. Damit man eben weiß, wo kommt Franz her? Alles klar, er ist deutsch irgendwie oder aus den Eisenlanden. Und da gibt es dann eben ganz klar diese Entsprechung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, wenn ich die siebte See spielen würde, ob ich in Thea spielen würde oder ob ich mir einfach einen ganz normalen europäischen Kontinent nehme, also so eine Kontinentkarte und einfach sage, okay, wir spielen jetzt halt mit diesen Regeln Europäer und nicht Theaner. Aber das ist dann eben eine Geschmackssache. Ich persönlich würde dann eher zu einer Europakarte greifen und dann im 16., 17. Jahrhundert oder sowas spielen, damit es da eben auch noch Schusswaffen gibt, vielleicht ins 18. Jahrhundert gehen, je nachdem, was ich eben bedienen möchte oder eben so eine kleine Fantasy-Welt nehmen, weil auch in Thea gibt es dann Magie, die ist nicht so super häufig, aber sie ist eben vorhanden und da würde ich persönlich dann zu der Wahl greifen. Ja, dann stellen wir doch einfach mal anhand der Kapitel die einzelnen Länder vor. Zunächst Avalon. Avalon ist tatsächlich England. Das ist relativ simpel, kann man hier eben auch an diesem schönen Bild erkennen. Hohe Küste, ständig Regen, kann man wenig tun und die Avalonier haben sich auch schon daran gewöhnt. Die Glamour-Inseln, wenn man so möchte, versucht dann eben auch so ein bisschen eine Seefahrt zu etablieren mit der eigenen Armada. Ob das gelingt, ist natürlich immer eine Frage, aber das ist zumindest ein Teil, ein Volk, was man dann eben bespielen kann, wo man sich einen Spielercharakter bauen kann.
Kastilien. Das auf der linken Seite sind dann nochmal die Auslandsbeziehungen der Avalonier zu anderen Völkern. Auf der rechten Seite sehen wir dann Kastilien. Das kann man dann eben auch an diesen weiten Ebenen erkennen, vielleicht den hohen Bergen. Das soll Spanien darstellen. Und ja, jeder hat dann eben nochmal ein ganz eigenes Zitat. Jeder hat Völker, die er mag, die er nicht mag. Jeder bekommt eine Kultur. Das können wir uns auf der nächsten Seite bei Kastilien auch nochmal ansehen. Gesellschaftsschichten, Kleidung, Religion und Gebräuche. Hier wird dann eben auf wenig Seiten eine ganze Menge zu diesen Völkern verraten, sodass man auf alle Fälle eine Idee bekommt, was das für Menschen sind und wie man die eben darstellen kann. Und ja, das ist ganz gut gelungen, wobei ich selber kein Kastilianer spielen würde. Ich selber habe mein Herz an Innismore verloren, beziehungsweise an die Iren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, die Eisenlande, ich habe es ja eben schon gesagt, das ist Deutschland, allerdings ziemlich verheert, möchte man meinen, nach dem einen oder anderen Krieg. Viele Sümpfe, die es jetzt hier gibt und viele Monster, die jetzt hier auch umherlaufen. Es ist sehr dunkel, sehr düster, viele Wälder, in denen sich dann auch Monster verstecken können und die haben tatsächlich ein kleines Problem. Die kämpfen eben mit ihren eigenen Landen. Und ja, da muss man eben sehr aufpassen, wo man den richtigen Schritt halt macht. Ich gehe einfach nochmal eine Seite weiter. Das sind immer die Eisenländer. Auch hier kann man dann eben wieder so ein schönes Bild erkennen von einer dieser Personen. Das ist jetzt eine Eisenländerin. Und da kann man sich dann eben auch noch eine ganze Menge Gutes zu vorstellen. Die eisenländischen Frauen sind dann eben auch ja, richtige Kämpferinnen, möchte man meinen, weil die haben auch dieses Monsterproblem und auch die greifen dann zur Waffe. Und hier kann man da tatsächlich sogar so eine leicht angedeutete bayerische Tracht erkennen, beziehungsweise so ein Dirndl ist es nicht ganz, aber so eine Lederkluft, wie die Amerikaner sich das eben vorstellen, wie wir wohl alle hier in Europa oder in Deutschland rumlaufen. Die Hochlandmarschen, ja, wer sich die Dame ansieht mit dem Bihänder und dem Schild der blauen Farbe, dem Schottenrock, ja, Schottland sollte klar sein. Auch die haben dann ein Problem mit den Avaloniern, Unabhängigkeitskriege, die da geführt werden. Und ja, wer da noch irgendwas zu wissen möchte oder Ideen braucht, was man da spielen könnte in den Hochlandmarschen, der sollte sich doch einfach mal Braveheart ansehen. Innismore, ja, auf der linken Seite können wir noch erkennen, ein weiterer Schotte. Oder ein Hochlandmarscher und auf der rechten Seite dann Innismore, der andere Teil der Insel, was dann Avalon umgibt. Die Iren kann man dann eben auch ganz stark an diesem Schild erkennen. Diese grüne Harfe, wer da nicht an ja, Irland denkt oder auch das Zitat, was dann darunter eingeordnet ist von Maggie O'Connor, ja, das ist sowas von irisch. Montagne beziehungsweise Frankreich. Ja, auch da blätter ich einfach mal gleich weiter. Ich wollte euch hier einmal dieses Bild zeigen, auch zusammen mit dem Wappen der Sonne. Das erinnert natürlich auch schon so ein bisschen an den Sonnenkönig, aber vor allem, wenn man dann eben auch diese Menschen erkennt, die dann hier dargestellt sind, auch das wird dann ziemlich den Vorurteilen oder den Vignetten der Franzosen entsprechen. Ja, hier haben wir den einen direkt mit Perücke weiß aufgesetzt und diese Pluterhosen gestreift. Der Mantel, der Umhang, wer dann hier also so ein bisschen Intrigen und Verrat spielen möchte, hier geht es dann nicht so rau zu wie in Innismore oder in den Hochlandmarschen, sondern hier wird dann eher an Höfen parliert, sich unterhalten, Intrigen geschmiedet. Das geht in Vodace bzw. Italien, kommen wir später nochmal zu, geht das natürlich auch, aber Montagne ist dann eben ein etwas feineres Land, exquisit möchte man meinen, und hier kann man dann speisen wie Gott in Montagne. Ich möchte auch hier noch einmal das Bild der Montagnerin zeigen. Wenn man das nochmal vergleicht mit der Eisenländerin, ja, ich weiß nicht genau, welche Spielerin sich dann irgendwann denkt, ich möchte unbedingt diese Dame hier spielen. Wird sicherlich geben irgendwo, aber ich glaube, dass dieses Bild doch etwas unvorteilhaft dargestellt wird. Aber ich meine, ich möchte auch keinen Montagnier spielen, so wie er eben auf der anderen vorherigen Seite gespielt war. Mit diesem Schnauzbart, auch das ist sicherlich etwas, wo man dann, ja, wo man sich zu trauen müsste, so etwas darzustellen. Ja, der Sarmatische Bund, das ist so eine Mischung, ein Mix aus allem, was irgendwie so ein bisschen in Osteuropa liegt.
Da ist ein bisschen Polen mit drin, da ist ein bisschen Tschechien mit drin. Man könnte sogar noch ein bisschen in die Richtung Transsilvanien gehen, wenn man möchte. Die Bulgaren mit noch reinnehmen, also Kroatien, alles, was man da irgendwie noch reinmischen möchte, das ist da alles irgendwo mit drin und ja, das spiegelt sich dann eben auch. Eigentlich ist es super zusammengefasst in diesem Bild. Es ist alles, ja, vielleicht ein bisschen hügelig, es ist neblig, es ist ein bisschen kahl und es wachsen nicht so viele Bäume, es wächst nicht so viel Gras, sondern eher dann so ein bisschen ausgetrocknet. Das Bild fasst das schon mal ganz gut wider. Das nächste Land oder die nächste Region wäre Usura, Russland. Ja, es ist ziemlich kalt. Es ist vor allem auch bergig. Es gibt ein paar Wälder, Nadelwälder vor allem. Und ja, die Männer sind an die klimatischen Bedingungen angepasst, beziehungsweise natürlich auch die Frauen. Das sind dann eben diese Leute, die in einen Ringkampf mit einem Bären gehen oder ihn dann zähmen und dann auf ihm reiten. Es gibt natürlich keine Bärenreiter, aber die sind so hart, so unglaublich an diese klimatischen Bedingungen angepasst, dass man das denen zutrauen könnte. Man denke da an eventuelle russische Präsidenten, die auch gerne auf Bären reiten. Ich gehe mal eine Seite weiter, da kann man dann eben auch schön diesen typischen Usuren erkennen mit Muskete, mit einem Reitersäbel, diese Pluderhosen erinnern vielleicht so ein bisschen an die Arabischen Emirate, aber auch die waren damals bei diesen ja, mobilen Völkern dann auch sehr im Trend. Und ja, es gibt diese Gugel, diese Mütze, die dann vor der Kälte schützt. Die Männer sind bärtig und lassen das wachsen und wuchern. Wir haben dann hier auf der nächsten Seite auch die Frauen. Auch die sehen ziemlich hübsch aus, auch wenn die in eine andere Kerbe schlagen, als dass die Eisenwälderinnen tun, die dann ja eher muskulös sind und selber gegen Monster ziehen. Bei denen weiß ich nicht genau, warum die dann, naja, ausziehen, um Abenteuer zu erleben, aber da wird es sicherlich einen Grund geben. Wenn ihr euch dann hier auf der rechten Seite dann die Regierung anguckt, auch hier gibt es einen Zahn, also das ist einfach Russland. Ich stelle mir bei solchen Sachen dann immer die Frage, warum ich nicht auch das richtige Europa nehmen kann und das dann einfach mit Magie versehe. Das hat ja bei anderen Systemen auch geklappt, dass sie da einfach Magie draufschmeißen und ich glaube, ich würde, wieder gesagt, besser mit der echten Welt zurechtkommen, als dann mit dieser typischen, ja, dieses amerikanisierte Europa, möchte ich so sagen, das dann eben auch sehr mit vielen Vorurteilen zustande kommt, aber ja, das ist eben jetzt Usura bzw. Russland. Die Westernmänner, wenn ja, die, ja, wenn man, ich weiß nicht, ob man das irgendwie aussprechen kann, ob man das schnell aussprechen kann, ob man da irgendwie Knoten in die Zunge bekommt. Das ist Norwegen, Schweden, Dänemark, das sind die reisenden Völker, die Wikinger, zumindest waren sie es früher. Mittlerweile haben sie dann das ganze Gold, was sie, ja, den anderen Leuten abgenommen haben, als, ja, quasi Piraten. Oder als Wikinger haben sie eingeschmolzen und sind ein bisschen mehr unter die Händler gegangen. Sie sind nicht ganz so blutig mehr, aber es ist auf alle Fälle noch ein deutlicher Einschlag zu erkennen. Hier kann man dann auch dieses ganz, ganz typische erkennen. Wer hier kein Wikinger an der Kleidung, an den Zöpfen, an den Äxten erkennt, dem ja, kann auch nicht mehr geholfen werden. Also wer jetzt irgendwie was anderes behauptet, der liegt einfach falsch. Wobei ich eben, wie gesagt, nicht genau weiß, warum jetzt die Leute wirklich zu Händlern geworden sind. Ich hätte sie tatsächlich dann eben in diesem 8. oder 9. Jahrhundert gelassen, wo sie dann tatsächlich immer noch andere Dörfer plündern, morden, brandschatzen und das eben so ein bisschen brutaler gelassen. Ich hätte die nicht auf eine Händlertum, hätte ich sie nicht getrennt, aber das könnt ihr eben dann auch auf der rechten Seite erkennen, wie sie da eben rumlaufen. Die Westener, ich glaube, das kann man besser aussprechen als das ganz große Wort von der Seite davor. Die Frauen sehen hier tatsächlich ja schon sehr nach Kriegermaid aus. Da könnte also das Problem, was man eben bei den Usuren hatte, dass die Frauen eher am Herd stehen bleiben, sag ich mal, und nicht so sehr auf Abenteuer fixiert sind, das haben die hier überhaupt nicht. Die gehen tatsächlich mit den Männern in die Schildformation und verteidigen dann ja, genauso wie die männlichen Krieger ihre Schutzbefohlenen. Wenn ich Wodace mit einem einzigen Wort beschreiben sollte, so würde ich sagen, tückisch. Das ist Italien, auch das kann man sehr gut an diesem Bild erkennen, finde ich zumindest. Das Wappen gibt natürlich dann eben auch mit diesem Kranz,
wieder, dass es da auch in unserer europäischen Variante ein paar Leute gab, die diese Kränze auf dem Kopf hatten. Wir denken an die Cäsaren, die dann ja auch aus Italien kamen. Es ist auf alle Fälle vergleichbar mit Montagne, dem Frankreich, wo Frankreich vielleicht ein bisschen mehr auf diesen Degen- und Fechtkampf spezialisiert ist, ist wo Deutsche noch ein bisschen mehr in diese Intrigen rein und das zeigt sich dann später eben auch in den Zauberern, die ganz interessant sind. Verliere ich dann später bei der Zauberei und bei der Magie noch ein paar Dinge zu, aber ja, Vodace, Italien, das kann man glaube ich ganz gut zusammenfassen. Es gibt sehr viele Hofbälle, auch hier wieder ein sehr hübsches Porträt, ein Bild, was hier eben gemalt wurde und die Religion ist hier auch ziemlich stark im Kommen. Es wird dann noch etwas über die Vatikanische Kirche erzählt, beziehungsweise dann die Propheten und die Regeln und so weiter und so fort. Ja, okay, Vatikanische oder Vatikan, die Anleihen sind mal wieder offensichtlich und ich weiß nicht genau, warum ich jetzt, ich muss gerade mal schauen, verschiedene Propheten, dritter, vierter, fünfter Prophet, warum ich jetzt mir vier Propheten und deren Schaffensphase angucken soll, wenn ich eben auch mit einer ganz normalen Religion und dem Vatikan spielen kann. Das leuchtet mir, wie gesagt, nicht gerade ganz ein, aber naja gut, das ist hier drin, es wird hier vorgestellt, die Propheten, die Kirche, die Religion, die Regeln, die Inquisition und dann eben die Leute, die in einer Geheimorganisation auf Jagd gehen, auf Hexenjagd oder ja, Schurken verurteilen. Man kann sich dann dieser Geheimorganisation auch anschließen. Aber ja, das ist hier alles drin und wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne durchlesen. Ja, dann kommen wir zu Kapitel 3 und jetzt wird auch mit Regeln um sich geworfen. Es wird noch ein bisschen mal wieder das wiederholt, was wir auf den anderen Seiten davor schon gelernt haben, weil jeder Held, der dann aus einer Region kommt, bekommt unterschiedliche Werte. Und da unterscheidet sich dann eben der avalonische Held leicht von einem Eisenländer oder einem Vodace. Und wie das dann eben aussieht, wird in diesem Kapitel besprochen. Das könnt ihr hier an dem Beispiel von Kastilien erkennen, also Spanien, wie das Erscheinungsbild aussieht, welche typischen Berufe die haben und wie die Religion aussieht. Das mag euch jetzt vertraut vorkommen. Und ja, ich bin da auch ein bisschen verwirrt gewesen, warum man das zu diesem Zeitpunkt noch einmal wieder reinbringt, obwohl es davor eben schon mal ja, eingetragen worden ist. Naja, okay, wir wollen jetzt irgendwie einen Castellaner uns erschaffen, können uns da nochmal die Einstellung ansehen. Hier ist noch wieder ein cooles Bild, deswegen wird das diese Seite auch ausgewählt. Wir gehen einfach mal auf die nächste. Und da können wir dann erkennen, dass hier ja, direkt eine Seite weiter dann nur noch wieder andere Fluff-Elemente eingebunden sind, die ich eben auch schon kenne. Das heißt, ich muss hier erst einmal mich durch alles Fluff lesen oder aber ich lasse es wieder bleiben und überblätter das. Aber was mich eben interessiert hätte, wäre dann, dass die Tabelle zu den Eisenländern und Kastilianern eben direkt hinter dem Fluff-Teil ist. Das ist eben nicht der Fall. Das habt ihr jetzt eben gesehen. Ich habe eine Seite weitergemacht. Und naja, jetzt kommt eben wieder dieser Fluff-Teil und danach kommt dann erst dieser Werteblock. Ja, was mich immer so ein bisschen, naja, als erfahrener Rollenspieler sage ich einfach mal, diese 20 Fragen an den Helden sind schön und gut, aber ich brauche sie nicht. Was ist mit deinen Eltern passiert? Sind die von Orks umgebracht worden? Beziehungsweise, welche Piraten haben sie umgebracht? Oder, naja, sind sie eben noch am Leben? Und wenn ja, was sagen sie dazu, dass du Held bist? Das sind dann eben immer diese Standardfragen und ich finde die immer sehr generisch. Vor allem werden die auch kaum angesprochen. Das dient aber jetzt auch gerade den Anfängern von Rollenspielen. Und ich finde, dieses Buch, dieses Regelwerk ist sehr stark auf Anfänger ausgelegt. Denen hilft das dann eben weiter. Gut, jetzt Erfahrene, die blättern dann da einfach drüber und interessiert das nicht, aber es ist hier gegeben und man kann das benutzen. So, das finde ich eben ganz schick, dass der Nationalitätenbonus, also das, was ich eben vorher haben wollte, das wird in dieser einen kleinen Tabelle abgehandelt und damit kann dann eben alles gesagt werden. Das heißt, ich erschaffe mir ich gehe einfach mal auf diese Tabelle, ein Montagne und ich bekomme entweder einen Punkt auf Gewandtheit oder einen Punkt auf Stil und das ist dann eben dieser, ja, Kulturenbonus oder Nationenbonus. Dann kann ich mir einen Hintergrund aussuchen, und zwar zwei Stück. Ein Held bekommt alle Vorteile seiner Hintergründe und ein Held bekommt alle Fertigkeiten seiner Hintergründe mit Stufe 1.
Ja, das sind jetzt diese Professionen oder Hintergründe, die man sich dann im Laufe seines Lebens erarbeitet hat. Man darf sich zwei davon aussuchen. Ja, hier sind jetzt Beispiele: Archäologe, Arzt, Aristokrat. Das ist also von A bis Z durch permutiert hier. Und da steht dann immer dran, welchen Split man bekommt, welche Vor- und welche Vorteile man bekommt und welche Fertigkeiten man bekommt. Die sind dann alle automatisch dabei. Ich sagte, man kann sich zwei Hintergründe aussuchen und es kann eben auch sein, dass sich dann Vorteile oder Fertigkeiten doppeln. Da stuft man dann einfach auf von der Stufe 1 auf Stufe 2, wenn das eben doppelt drin vorkommt. Ist ganz nett, damit kann man auf alle Fälle sehr vielseitige Helden erschaffen und da wird man sehr, sehr lange brauchen, bis dann ein Held dem anderen so sehr gleicht, dass man sagt, ja, aber den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Diese Hintergründe ist das, was ich in der Vergangenheit getan habe. Das heißt, die Helden, die ich erschaffen habe, die haben schon eine große Zeit in TR gelebt, haben gewirkt und sind eben auch bekannt. Das heißt, es sind keine dahergelaufenen Haderlumpen, sondern wenn ich in ein Dorf komme, kann es tatsächlich sein, dass diese Leute schon die Namen rufen. Und man kennt einen vielleicht von Steckbriefen oder aber von Heldentaten oder aus Liedern von Barden in den Tavernen. Das heißt, ich war einmal Archäologe, ich war einmal Arzt, ich kann das immer noch machen, aber es ist auf alle Fälle nicht so, dass ich jetzt gezwungen bin, immer noch Archäologe zu sein. Das ist, wie gesagt, nur etwas, was ich dann vielleicht 5 oder 6 Jahre meines Lebens getan habe. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich war ein Duellant. Zumindest ist es hier dann eben eine Berufsbezeichnung, weil nicht jeder darf Duellant sein. Da braucht man dann ja ein. Eine Bescheinigung, dass man eben Duellkämpfer ist und da bezahlt man dann viel Geld für. Zumindest habe ich vielleicht meine Ausbildung genossen, habe mit dem 18. Lebensjahr dann abgeschlossen, sage ich jetzt einfach mal so, war dann 5 Jahre Duellant und dann war man noch 5 Jahre Entdecker. So, und jetzt beginnt das Abenteuer, das heißt, ich habe diese Ausbildung schon erfahren und ob ich jetzt immer noch Entdecker bin oder mich jemand solcher bezeichne oder irgendwas anderes tue, ja, das ist dann eben euch komplett überlassen. Ich habe schon mal einen Helden, habe ich schon mal entworfen. Ich glaube, das war auch ein Armeeoffizier. Ich weiß nicht genau, was das andere war, müsste ich nochmal nachgucken. Aber ja, ich habe auf alle Fälle schon mal dieses Hintergrundprogramm einfach mal aufgestellt und das geht erstaunlich schnell. Also ich bin hier sehr zufrieden, dass die Charaktererschaffung sehr flüssig und schnell abläuft, wenn man auch dieses System noch gar nicht gespielt hat. Das ist also echt gut und ja, lässt sich schnell zusammenklicken. Dann gibt es natürlich noch Hintergründe und Berufswahlen für ja, die einzelnen Länder. Auch da darf man dann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eisenländer bin, auch nur die dürfen Hexen oder Hexer sein. Ja, oder Krieger oder Monsterjäger. Das gibt es dann natürlich auch in anderen Bereichen. Da nennt sich dann die Hexe nicht Hexe, sondern ja, wir müssen einfach mal gerade schauen. Alchemist oder die Saori. Es gibt dann auch sowas wie Blutmagier oder Leute, denen sitzt ein Dämon im Rücken, der unsichtbar ist, mit dem man sich dann die ganze Zeit unterhält oder unterhalten kann. Und ja, je nachdem, welche Region ich wähle, kann ich dann diese Magie auch nur wirken. Und wenn ich eben eine Hexe bauen will, dann kann ich mir eben diesen eisenländischen Hintergrund wählen. Ich kann aber eben auch zwei ganz normale Berufe wählen, wenn mir das Spezielle hier aus den Eisenländern nicht gefällt. Ja, dann werden die Fertigkeiten noch einmal erklärt und wie man die steigert. Ich hatte ja schon gesagt, dass man die Fertigkeiten automatisch auf Stufe 1 bekommt. Man kann sie auch aufwerten auf Stufe 3 oder 4 und wie das Würfelsystem an sich funktioniert, das erkläre ich dann eben nicht hier, sondern ein anderes Mal. Aber hier werden dann eben nochmal erklärt, was ist Athletik, wie kann man Leute beeinflussen oder was ist Darstellen. Das ist dann eben, ja, normales Handwerkszeug, sage ich einfach mal. Das ist nichts, was irgendwie überrascht, aber das wird dann hier eben auch nochmal erklärt. Und natürlich die Vorteile, je nachdem, wie viele Punkte dann dieser Vorteil wert ist, die ich dann aus den Berufen bekomme. Man kann die eben auch im Laufe seines Heldenlebens nochmal dazu bekommen. Man kann die sich erspielen, diese Vorteile. Da muss der Spielleiter natürlich auch mit einverstanden sein. Aber wenn man eine lange Questreihe absolviert hat, dann kann es eben auch sein, dass ich sowas wie einen Richtungssinn noch einmal als Belohnung bekomme. Das müsste man dann, wie gesagt, noch einmal ja, mit dem Spielleiter ausdiskutieren. Und da wird dann eine Abenteuerlinie zugeschrieben. Ja, dann bekommt jeder Held auch bei der Erschaffung eine Karte gelegt oder Karten gelegt, das sogenannte Arcana aus den Sorte-Karten. Und ja, das ist so ein bisschen zusätzlich zu den Vor- und den Nachteilen, ist das was
die Persönlichkeit des Helden bestimmt. Also ist er glücklich oder unglücklich? Ist er siegreich, beziehungsweise so loyal, dass er Leuten in den Tod folgt? Jetzt als Beispiel, das sind dann eben so Wesenszüge, Charakterzüge, die dann den Helden sein Leben lang begleiten und die kann man dann eben für sogenannte Heldenpunkte, könnte man die aktivieren oder aber der Nachteil triggert und man bekommt dafür einen Heldenpunkt zugespielt. Ja, so ein bisschen hin und her, wenn man eben was Gutes macht, dann kann das eben Heldenpunkte kosten oder aber der Spielleiter drückt einem nochmal einen rein und bekommt dafür einen Schicksalspunkt wieder. Ja, das ist eben dieses zusätzliche, die Arcana. Da kann man benutzen, kann man auch sein lassen. Ich finde es eben ganz nett, dass es angeboten wird. Hier wird dann eben nochmal erklärt, was das denn alles ist und was das kann. Ja, Heldengeschichten. Das ist zum Beispiel was ganz Interessantes, was ich so noch gar nicht kannte. Zusätzlich zu dem großen Spielleiterplot. Das heißt jetzt, der Spielleiter bereitet sich vor und möchte eine große Kampagne machen. Wir segeln jetzt von Teer in auf einen anderen Kontinent mit einer großen Piratenkampagne und drei Schiffen, die dann gemeinsam umherfahren und unterwegs erlebt man dann Abenteuer mit Seemonstern und so. Zusätzlich kann es eben auch sein, dass jeder der Helden, also wir nehmen jetzt einfach mal an, eine Spielgruppe mit vier, fünf Leuten, jeder der Helden hat eine eigene Heldengeschichte und da kann man sich dann eben diese Vorteile verdienen oder Fertigkeiten, je nachdem, was man möchte. Das kann man sich dann selber ausgestalten, wie diese Geschichte ja aussehen kann, wie sie aussehen soll. Möchte man zum Beispiel seinen Vater rächen, der vor 10 Jahren von einem bösen Schurken erstochen wurde, dass man da dann eben ein paar Hinweise findet, wer ist dieser Schurke, wo lebt er zurzeit und ersticht man ihn dann selber von hinten oder macht man das eben mit einer Intrige. Jeder kann eine Heldengeschichte bekommen und wenn er die erfüllt, bekommt er selber Abenteuerpunkte beziehungsweise Fertigkeiten, Vorteile und das ist ganz nett. Das heißt, es ist auf alle Fälle immer Plot da, der dann gespielt werden kann. Und selbst wenn der Spielleiter dann mit seinem großen Plot der Überfahrt der sieben Seen dann durch ist, dann kann es eben auch sein, dass die Heldengeschichte weitererzählt wird. Die Helden können sich noch einer Geheimgesellschaft anschließen, wenn sie das denn möchten. Wer sich dafür interessiert, der kann auf der linken Seite einfach mal anhalten und sich das durchlesen. Ich hatte ja schon ein bisschen was zu der Inquisition erzählt. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Dinge, die man dann machen kann, wo dann eben auch Heldengeschichten hinterstecken könnten, die man da annehmen könnte. Man kann auch sich überlegen, was man mit dem Reichtum macht und den die man da erworben hat durch ja, Vorteile, durch die Profession, die man gewählt hat. Das wäre eben auch noch möglich. Und auf der rechten Seite kommt dann jetzt auch ein Teil der Regeln noch mit dazu. Das ist ganz interessant. Die Todesspirale ist so die Anzahl der Lebenspunkte, die die Helden haben. Jeder hat die gleiche Anzahl an Wunden, die er einstecken kann, unabhängig davon, ob er jetzt ein Kämpfer ist oder ja eine Bohnenstange, sag ich einfach mal. Also ziemlich dünner Charakter, ohne wenig Konstitution. Alle können das gleiche einstecken. Und das ist ein Tanz auf dem Abgrund. So beschreibe ich es ganz gerne. Es kann nämlich von Vorteil sein, wenn man dramatische Wunden bekommt. Das heißt, wenn man schwer verletzt wird, dann steigt so ein bisschen der Adrenalinspiegel. Die Helden können sich ein bisschen besser konzentrieren. Natürlich hat das teilweise eben auch bei der zweiten dramatischen Wunde hat das auch Nachteile. Das heißt, auch die Schurken ziehen Vorteile daraus. Der Kampf wird also, je länger er geht und je mehr Wunden ein Held einsteckt, desto interessanter wird er, weil sich das Kämpfen auch ein bisschen verändert. Weil zum einen wird der Held ein bisschen besser, dann, wenn der Schurke nochmal trifft, dann wird der Schurke wieder ein bisschen besser, dann wird der Held wieder ein bisschen besser. Es ist ein wirklich interessanter Ritt auf diesem Abgrund und man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht die vierte Wunde nimmt, sonst wird man kampfunfähig und kann dann auch sterben, wenn der Schurke es denn so möchte. Welche Mechanik denn da noch hintersteht, ist noch ein bisschen komplizierter. Darauf gehe ich dann jetzt gerade nicht ein, aber die vierte dramatische Wunde wäre dann eben auch das Sterben des Helden und das ist möglich. Ja, dann gibt es noch die Aktionen, Drama und Risiken. Es gibt fünf Attribute oder Eigenschaften werden sie hier genannt. Unter anderem dann Entschlossenheit, Gewandtheit, Muskeln, Stil und Verstand. Die sich dann, ja, zusammen mit den Fertigkeiten beschreiben, diese Eigenschaften und Fertigkeiten dann eine Szene.
Das System finde ich ganz nett. Es ist ein erzählerisches Spiel und man bekommt Bonuspunkte für Situationen, die neu sind. Das heißt, es ist cool, wenn man sich neue Dinge ausdenkt. Es ist uncool, wenn man Dinge immer und immer und immer wieder das Gleiche macht und das wird ein bisschen bestraft. Beziehungsweise ist es eben eine, es gibt ein Belohnungssystem, wenn man sich eben neue Dinge ausdenkt. Wenn man dann nicht eben die ganze Zeit ja, pariert, ausweichen gibt es hier sowieso nicht, sondern wenn man dann eben in diesem Duellmodus, wenn man da dann einfach nur Degen an Degen haut, das ist nicht spannend, das ist nicht interessant, das will keiner sehen, aber wenn man dann eben mit dieser Umgebung hantiert, wenn man dann zum Beispiel an der Gardinenstange runtergleitet oder wenn man Teppich anzündet oder wegzieht oder wie auch immer, wenn man irgendwelche Büsten nimmt und die dann auf jemanden schmeißt, das ist dann eben ja, ein dynamischer Kampfstil, man bewegt sich, man springt umher, man denkt sich neue Situationen aus, einfach eine filmische Szene erschaffen und je nachdem, was da eben für Eigenschaften und Fertigkeiten benutzt werden, müssen die dann vom Spielleiter getestet werden, beziehungsweise der Spielleiter sagt dann eben, ich möchte jetzt eine Probe auf Gewandtheit und Muskeln und dann kann man die Anzahl an Würfeln, W10, wir schmeißen hier W10, kann man dann in die Schale schmeißen, in die Box. Und dann wird die Anzahl dieses Würfelpools, beziehungsweise das Ergebnis wird dann eben zusammen geschoben, dass man immer auf die 10 kommt. Das heißt, ich habe eine 7 und eine 3 gewürfelt und die 7 und die 3 wird dann zusammen addiert, dann habe ich eine 10 und das ist mein erster Erfolg. Und wenn ich eine 5 und noch eine 5 geschmissen habe, dann wäre das der zweite Erfolg. Und man muss eben immer auf diese 10 kommen, es sei denn, man hat natürlich noch später dann verbesserte Werte. Dann kann man sogar auch auf eine 15 kommen und würde dann einen zweiten Erfolg erzielen. Das ist allerdings noch nicht immer möglich, aber das wäre jetzt eben dieses System. Und je höher dann die Gewandtheit und die Muskeln sind, desto mehr W10er bekomme ich dann eben und kann die dann in diese Schale schmeißen, in diesen Pool. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass die maximalen Eigenschaftswerte, die 15 nicht übersteigen dürfen. Meine Werte gehen von 2 bis 5. Das heißt, 5 ist Maximum. Ich kann maximal 5 Würfel auf Muskel haben. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, aber es gibt dann eben noch zusätzlich die Begrenzung von dem System, dass ich nicht mehr als 15 Punkte in allen Eigenschaften haben darf. Das ist jetzt ein bisschen Rechnerei. Das bedeutet aber, zusammen mit den Punkten, die ich ganz vom Anfang bekomme, ich bekomme 2 Punkte auf Eigenschaften und eine durch meine Nation, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann maximal noch 2 Eigenschaften steigern und danach ist Schluss. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde. Man kann sich also nicht Open End ausbreiten, ausdehnen. Das heißt, wenn ich dann irgendwie mein Abenteurer nach einem Jahr dann gespielt habe, dann kann ich, nachdem ich die 15er-Summe gesteigert habe, konnte ich keinen 16. Punkt kaufen. Das ist verboten. Und das, wenn ich das jetzt, wie gesagt, richtig verstanden habe, ist so ein bisschen in meinen Augen schade, dass wir das so künstlich begrenzen. Aber man kann die Punkte hin und her schieben. Das heißt, wenn ich irgendwann in einem Abenteuer von Entschlossenheit auf Verstand wechseln möchte, dann wäre das möglich. Das heißt, ich habe 5 Punkte in Entschlossenheit und 2 Punkte in Verstand. Dann kann ich die switchen oder ich kann sie auch anders verteilen, 3 und 4. Auch das wäre möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie das so gemacht haben. Habe ich nicht verstanden. Soll wohl die Helden einfach ein bisschen begrenzen und dass man da dann eben die Charaktere auch anders entwickeln kann. Aber ich finde es trotzdem merkwürdig, dass sie es eben so künstlich begrenzt haben. Wie mächtig die Helden dann am Schluss wirklich sind, das weiß ich nicht. Ja, da müsste man dann eben mal einem Spieltest unterziehen, aber hier gibt es auf alle Fälle eine Begrenzung. Wie das Ganze dann mit Proben aussieht, mit Actionsequenzen oder mit Risiken, das wird hier alles nochmal erklärt. Das heißt, wer das eben nicht verstanden hat, gar kein Problem, lest es hier einfach nach und da wird dann eben mit vielen Beispielen auch erklärt, wie sowas aussehen könnte. Und ja, danach versteht man es auch. Ja, nachdem die Heldenerschaffung durch ist, gibt es dann noch ein eigenes Spielleiterkapitel. Das ist natürlich klar, dass man das braucht, um dann zu wissen, wie Gegner, wie NPCs gebaut werden, wie die erschaffen werden. Und da kann man dann natürlich mit Schurken arbeiten. Das sind dann namhafte Nichtspielercharaktere, die wirklich sehr böse sind, vielleicht am Ende einer Kampagne stehen oder auch Zwischenabenteuer oder
Zwischenboss. Das sind dann Schurken und die werden anders gebaut als dann Schlägertrupps. Das sind dann irgendwelche namenlosen Söldner, die werden angeheuert und die kann man dann wirklich reihenweise niederstechen oder niederschießen. Ja, man spielt, wie gesagt, Helden, wirklich bekannte Charaktere, die haben schon einiges in ihrem Leben geleistet. Und die können sich dann eben auch, wenn man, ich sag einfach mal, 5 Helden hat, dann können die sich auch mit 15 Schlägertrupps einlassen oder eben noch mehr. Da müsste man eben mal gucken, wie stark man die macht, aber ja, da kann man auf alle Fälle eine ganze Menge mitarbeiten. Und ja, da stürmen dann eben zuhauf Nichtspielercharaktere auf die Helden ein. Die können sich dann eben wehren und die nach und nach dezimieren. Was unglaublich krass ist, sind die Monster. Die hatte ich ja vorhin schon bei den Eisenlandnahmen gesprochen. Die Eisenlande Deutschland hat ein Problem mit Monstern. Wenn man sich hier die Monsterfähigkeiten, wie man sowas erschafft, ansieht, das sind richtig krasse Viecher. Also, die kann man dann eben nach eigenem Gutdünken, könnte man die zusammenbauen. Es gibt auch wieder ein paar Beispiele, aber die Fähigkeiten der Monster, die man dann eben verleihen kann, die sind richtig heftig. Das sind dann eben so etwas krassere Schurken. Da haben die Helden sicherlich etwas zu knabbern, wenn es dann zu einer solchen Konfrontation mit einem paar Monstern kommt. Während es bei den Regeln gar nicht so sehr wichtig ist, wo der Held herkommt, sondern dass eher für den Fluff relevant ist, wie der Charakter sich verhält, ist es bei der Zauberei tatsächlich so, dass es hier sehr wichtig ist, woher der Held herkommt. Das heißt, die Hexen kommen aus Deutschland, beziehungsweise den Eisenlanden. Dann gibt es die Dämonenmagier, die dann sich damit unterhalten. Die kommen dann aus, ich glaube, Russland, also Usura. Oder dann haben wir die Blutmagier, die dann eben irgendwelche Portale in die Dämonenwelt öffnen und da kann nicht jeder alles lernen. Das ist hier ganz wichtig. Ich gehe einfach mal auf die nächste Seite, wo dann die Hexen vorgestellt werden. Die können dann sowas wie Salben machen. Da ist es dann auch ganz wichtig, dass das irgendwelche Reliquien von Toten sind. Also man nimmt dann die Augäpfel von Toten oder die Herzen, die Leber, irgendwas, was da gerade eben so anfällt, und da kann man eben schon erkennen, dass das relativ böse ist. Was ich hier eben noch oben erkenne, dieser rote Box, eine überwältigende Macht, das finde ich hier ganz noch nett. Es ist tatsächlich so, dass man hier sehr, sehr stark werden kann, und mit dieser Macht kann man auch Städte einäschern oder Leute vergiften. Das ist tatsächlich nicht so das Ziel, dass man hier sich denkt, ich könnte mit meiner Magie drei Dörfer oder Städte vernichten, Feuerstürme hervorrufen oder mit Eis irgendwie Flüsse zufrieren, die tatsächlich sehr wichtig sind. Wer so einen Ansatz verfolgt, ja, das geht, der sollte sich, glaube ich, bei der Charaktererstellung nochmal Gedanken machen, da man hier Helden spielt und keine Schurken. Und das ist hier eben auch in dieses Regelsystem eingeflossen, dass man Korruptionspunkte bekommt. Das wurde auf den Seiten davor schon ein bisschen vorgestellt, da bin ich allerdings drüber gegangen. Für Magie, die böse ist, das heißt, wenn man Dämonen beschwört oder ein Portal in diese Dämonenwelten öffnet und mit eigenem Blut zaubert, dann ist das erstmal eine böse Sache. Oder aber man stellt mächtige Salben her, die Tod besiegen kann, indem man Tote benutzt. Das ist alles böse, das bringt Korruption ein, und wenn man dann eine gewisse Anzahl von Korruptionspunkten gesammelt hat, dann wird man so böse, dass man zu einem Schurken wird. Das heißt, der Spieler gibt diesen Spielerhelden ab und der wird zu einem NPC. Damit hat der Spielleiter gleich einen weiteren bösen Schurken, den er gegen die Helden schicken kann. Das heißt, die ehemaligen Mitglieder wenden sich dann an die Gruppe. Das kann man wieder verhindern. Man kann diese Korruptionspunkte mit einer Questreihe abbauen. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Das könnte aber eben auch sein, dass das sehr oft eben dazu führt, dass man von seiner eigentlichen Hauptquest abweicht und dann mal wieder irgendwie diese Korruptionspunkte loswerden muss, und das ist dann eben so eine kleine Nebenquest, die zieht dann das Abenteuer sehr in die Länge. Das kann eben häufiger mal passieren, je nachdem, welche Magier man spielt. Also man bekommt sehr, sehr viel Macht, man kann damit echt viel tun, aber naja, es ist halt immer mit dem Preis verbunden und da muss man wirklich genau abwägen, ob es das einem jetzt wert ist, ob ich das schon wieder machen muss oder ob man vielleicht die Magie dieses Mal zu Hause lässt. Ja, es gibt dann Leute, die je nach Region, wo man herkommt,
wird das dann anders bezeichnet. Es gibt Leute, die können dann verfluchen. Es gibt Leute, die können sich mit ihren Dämonen unterhalten. Die Dämonen machen dann irgendwas für einen. Man kann dann Dinge markieren oder durch den Limbus reisen, wenn man so möchte. Also durch die Pforten, die man mit Blut geöffnet hat, könnte man dann sehr schnell vielleicht auch sowas wie einen markierten Gegenstand zu sich ziehen oder zu einem Gegenstand reisen. Das heißt, man könnte diesen Säbel, den man damals markiert hat, der in seinem Wohnzimmer hängt, könnte man dann zu sich heranholen, wenn man ihn dann gerade braucht und keinen mehr zur Verfügung hat. Aber das ist, wie gesagt, eben alles mit Kosten verbunden, also mit bösen Punkten, mit der Korruption. Ja, man kann sich natürlich auch in Tiere verwandeln, man kann diese Blutportale öffnen, das ist das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Da wollte ich euch auf alle Fälle nochmal das Bild zeigen, weil das eben auch ein sehr schönes ist, wie ich finde. Man kann natürlich aber auch dann selber diese Sorte-Karten für sich oder andere legen. Das ist dann diese Schicksalsmagie, die hatte ich ja auch ganz am Anfang schon bei der Charaktererschaffung einmal besprochen, wenn man dann ein eigenes Arcana gelegt bekommt. Also auch diese Hexen oder Hexer gibt es, man kann da die eben auch selber so spielen. Ganz viele Möglichkeiten, und wer sich dafür interessiert, müsste dann das Buch einmal komplett durchlesen, beziehungsweise dieses Zauberei-Kapitel 5. Wen das interessiert, der kann da sich eine ganze Menge einfallen lassen. Vor allem diese Dämonen fand ich ganz interessant, die dann je nach Element eine ganze Menge Blödsinn anstellen können. Ob das Eis ist oder Feuer oder Zeit, Wissen, da ist eine ganze Menge möglich. Da muss man sehr kreativ für sein, wenn man da Lust zu hat. Ja, dann gibt es auch noch Regeln zum Duellieren. Je nachdem, wo man lernt, ob man dann irgendwie in Kastilien lernt, also Spanien, hat man dann die Hand auf dem Rücken und dreht sich ein bisschen seitlich, damit man eine kleine Zielfläche hat, oder man ist in den Eisenlanden groß geworden. Diese Duellregeln variieren dann immer ein bisschen. Das ist ein bisschen komplizierter, wie das dann läuft mit diesen Ansagen, dass man da fintet, dass man zuschlägt oder dass man ganz normal hiebt. Ja, da müsste man sich eben überlegen, wie man den spielt, ob das dann aggressiv ist oder ein bisschen passiver. Und ja, da wird dann eben von Grundfähigkeiten gesprochen, die jeder Duellant bekommt, und den Spieler Spezifika, wo dann diese Nation ist, in der man groß geworden ist, und ja, wie dann eben ein Duell abläuft. Über das Kapitel springe ich mal drüber und wir gehen gleich zum nächsten, weil das auch gar nicht so groß war. Die Seefahrt, ja. Wer hat das schon vermutet? In der siebten See wird natürlich auch zur See gefahren, und hier gibt es dann Regeln dazu, wie man Schiffe erstellt, wie man herumreist. Es gibt Abenteuervorschläge. Es ist auch abhängig davon, wenn ich Abenteuer erlebe, kann ich wieder auch Vorteile geschenkt bekommen. Man baut sowas auf wie Standfestigkeit oder dass man eben, wenn man trinkt und säuft, nicht direkt einen Kater bekommt. Ja, das typische Piratenleben eben. Wobei dieser Kontinent ist sehr groß und man kann da eben sehr viel erleben, ohne dass man ein einziges Mal zur See gefahren ist. Aber dass in dem siebte See-Regelwerk ein Seefahrtskapitel vorhanden ist, das ist in meinen Augen Pflicht. Das ist ganz nett ausgearbeitet. Ja, es ist so ein bisschen das Basic-Wissen, sag ich mal. Also, wer noch gar kein Buch dazu in der Hand hatte, der wird sich darüber sehr freuen. Da werden dann auch nochmal die Mannschaftsgrade vorgestellt, der Kapitän, der Steuermann, Bootsmann, wer hat was zu tun und welchen Rang möchte man dann bekleiden. Wie gesagt, wir sind Helden, wir haben schon viel erlebt, und dann wird man sich nicht mit einem einfachen Mannschaftsdienstgrad zufrieden geben, auch wenn das eben möglich ist, aber die meisten Helden werden hier dann schon irgendwelche Offiziersposten oder Unteroffiziere mitbringen. Dann kann man natürlich auch noch den Aberglauben besprechen. Was hat das Schiff schon erlebt? Wo wurde es gefertigt? Und wie ist es dann geformt? Je nachdem, ob es dann in Avalon ja, geschnitzt worden ist oder in Kastilien von den Wikingern. Ja, das ist dann eben eine Frage, wo das Schiff herkommt, wo die Mannschaft herkommt. Und das wird hier sehr ausführlich erklärt. Könnte sogar noch ein bisschen ausführlicher sein, aber für den ersten Überblick ist es auf alle Fälle schon sehr, sehr nett zu lesen. Es gibt dann natürlich auch noch ein Kapitel zu Kämpfen, zu Seeungeheuern und wie man eben sowas ausformuliert. Ja, wer sich das Bild ansieht, das ist auf alle Fälle, ja, so kann man sich das vorstellen. Es ist alles, wie gesagt, sehr, sehr filmisch, sehr erzählerisch. Die Regeln stehen fast im Hintergrund, möchte ich sagen. Es ist tatsächlich eher so, dass man viel beschreiben soll, wie eben sowas aussehen könnte, und Hauptsache, man schafft damit coole, dramatische Szenen.
Dann gibt es auch noch ein Kapitel zu den Geheimgesellschaften. Ihr hattet es bei der Charakterschaffung gesehen. Die sind sehr kurz gekommen. Das waren ja immer nur so, ich weiß nicht, drei, vier Zeilen. Und da hat man nicht so wirklich viel zu denen erfahren. Aber das wird dann hier in diesem Kapitel 8 noch einmal ausformuliert. Die Kapitel sind jetzt alle ein bisschen kürzer geworden. Und also wundert euch da nicht, dass ich jetzt gar nicht so sehr viel reinspringe. Aber wer sich da eben informieren will, der kann das eben dann hier in diesem Kapitel tun. Das sind jetzt Beispiele für solche Geheimgesellschaften, die Sophias Töchter oder Novus Ordo Mundi. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere. Die hattet ihr dann in dem Kapitel davor gesehen, beziehungsweise bei der Charakterschaffung waren die dann alle geordnet drin. Ich hatte jetzt diese Seiten nochmal rausgesucht, damit ihr euch das Bild A angucken könnt und B, damit ihr eben auch mal seht, wie diese Geheimgesellschaften aufgebaut sind. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch da wieder auf Stopp drücken und euch einmal den Novus Ordi Mundi durchlesen. Aber ja, das wäre eben so, wie man sich das vorstellen kann, wenn man da gar keine Ahnung von hat. Ja, und im Zuge der letztes Buches wird noch einmal der Spielleiterteil vorgestellt. Es leitet sich, wie gesagt, ein bisschen anders als DSA oder Pathfinder, da hier ein sehr fältiger Ansatz vorgeschlagen wird. Man soll viel erzählen, man soll viel Beschreibung zulassen, man soll die Spieler auch ermuntern, selber mitzumachen. Es gibt wieder auch ein paar Basic-Tipps, wie man denn das Spiel leitet. Für wen das eben ganz neu ist, wer hier eben einsteigt, der wird dieses Kapitel dann auch brauchen. Aber das ist ansonsten nicht so wirklich viel Neues, wenn man eben schon andere Bücher gelesen hat. Da geht man natürlich noch einmal auf die Mechaniken ein, wie man die Spieler dann animiert oder wie eben der Spielleiter auch dazu animiert wird, dann Chancen zu erschaffen, wie dann ja, Würfelwürfe gewertet werden und so weiter. Also, da wird dann eben nochmal eine ganze Menge zu erklärt, aber das ist jetzt auch nichts, was ich euch lohnt zu zeigen. Vor allem, wenn ich dann eben auch auf die Zeit schaue, macht es, glaube ich, wenig Sinn, da noch einmal die Regeln zu erklären. Ich hatte ja schon gesagt, wird mit W10 geworfen, ein Pool von W10, abhängig von den Eigenschaften und je nachdem, wie ich die Würfel dann sortiere nach meinem Wurf, muss die Summe dann immer 10 bilden und 10 ist dann ein Erfolg. Es kann natürlich auch mehr sein, ich kann eine 11 oder eine 12 bilden, wenn ich jetzt beispielsweise eine 6 oder eine 7 gewürfelt habe, aber die 13 hilft mir dann nicht weiter. Der Rest wird dann fallen gelassen und ja, das ist dann tatsächlich das, wie Szenen erschaffen werden. Die ganzen langweiligen Dinge werden nicht ausgespielt, wenn also eine Heldengruppe über mehrere Tage durch einen Wald zieht und da nichts Interessantes bei passiert, weil es keine Monster angreifen, sondern man nur Rehe oder Eichhörnchen guckt, dann kann man das hier eben sehr schnell überspringen. Man kann das einfach nur kurz erzählen, wie der Weg so war, dass es überall Blumen gab und ansonsten ja, haben die Vögel immer nett gesungen. Das ist aber, wie gesagt, keine dramatische Szene. Das ist nichts filmisch, was dann da irgendwie lohnenswert wäre, dann abzufilmen. Und daher wird dann diese Szene übersprungen. Und man macht dann nur diese ganzen Action- oder Dramasequenzen. Und da wird dann, wie gesagt, noch ein bisschen was zu erzählt. Es gibt natürlich noch ein paar Tipps, Auswertung, Belohnung, wann verteile ich Vorteile, Fähigkeiten, Abenteuerpunkte, ja, oder wie gehe ich mit Problemspielern um, aber das ist jetzt auch nichts, was ich hier noch besprechen müsste. Es folgen die Anhänge und da ist dann das Glossar und sowas drin, aber damit würde ich dann eben auch in die Bewertung des Ganzen gehen und schauen wir uns das mal an. Damit kommen wir zur Bewertung und wie immer Zeichnung und Layout. Ja, Zeichnung, ich habe die ganze Zeit über gelobt. Ich habe kein einziges schlechtes Bild gefunden. Der Stil zieht sich durch. Das Layout ist auch hervorragend. 4 von 4 Punkten. Hier hätte ich gerne noch mehr gegeben. Das ist echt herausragend gutes Artwork. Hier sind die Künstler auf alle Fälle zu Recht bezahlt worden. Ja, da würde ich mich freuen, wenn da von der Seite aus noch mehr kommt. Redaktion und Struktur. Ja, da hatte ich ja eben schon ein bisschen was zu gesagt. Ich habe eben überlegt, ob ich 3 Punkte gebe. Komm, ich gebe 3,5. Mich hat auf diesen 300 Seiten, hatte ich einmal das Problem oder mich hat es gestört, dass die Fluff-Wiederholung der Nation noch einmal bei der Charakterstellung kurz wiederholt werden. Wenn ich das Kapitel vorher schon eben gehört habe, dann muss es eben nicht in dem Kapitel danach sofort nochmal erklärt werden. In kurz, das brauche ich da echt nicht.
Das stört mich, aber wie gesagt, auf den 300 Seiten, dieses kurze Manko, das, naja, gut, das kann ich dem echt nicht übel nehmen. Von daher gebe ich jetzt 3,5 anstatt 3 Punkten, ja, Bonuspunkte. Da habe ich ein bisschen mehr zu sagen. Zum einen das Abenteuer, zum einen das Regelwerk ist sehr fädig. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt. Es wird viel über Szenen gesprochen. Es ist eine Metaebene, die einem dann so ein bisschen aus dem Spielgeschehen herausholt. Man muss sich sehr viel überlegen, vor allem als Spielleiter. Wie erschaffe ich jetzt eine Dramasequenz? Wie gebe ich Chancen? Wie werden Erfolge auch verwertet? Ich kann mir dann überlegen, ob ich damit Wunden streiche, ob ich den Helden angreife, ob ich irgendwelche anderen Chancen nutzen möchte. Da gebe ich auch nochmal den Tipp, sich den Podcast von Ausgespielt anzuhören. Den werde ich mal verlinken, in der Videobeschreibung. Guckt da mal rein. Das spielt das ansonsten noch bei einer sehr großen Meta-Ebene und das muss einem gefallen. Wer da aus der Immersion herausgerissen wird, für den ist das wohl nichts, aber das ist auch dann kein Punkt, den ich dann eben abziehe, sondern es ist eher ein Punkt, dass man dann Storyteller sein muss, damit man daran Spaß haben kann. Zauberei fand ich gut. Das gefällt mir richtig schön, wie da eben mit den Zaubern umgegangen wird. Der ein oder andere Magiezweig ist so gar nichts für mich. Da gibt es dann aber auch andere Magiezweige, die dann sehr wohl was für mich sind. Also da wird jeder irgendwie seinen Spaß haben. Jetzt dann irgendwie als Hexe mit irgendwelchen Tränken oder so zu hantieren oder Salb, das ist nichts. Aber wenn man sich dann in Tiere verwandeln kann oder wenn man Dämonen herbeiruft, um dann schwere Stürme zu erzeugen, Feuer, Wasser, Wind oder so. Das ist schon ziemlich cool, was man da eben für Möglichkeiten hat. Das Seefahrtkapitel finde ich eben auch ganz gut, dass man da dann in der Kürze der Seiten eine ganze Menge an Informationen bekommt, die man da auch nutzen kann für die siebte See. Und da würde ich mich, glaube ich, auch nochmal über ein weiteres Kapitel in einem weiteren Quellenbuch zu freuen. Aber ganz generell ist das ein schöner Einstieg. Was mir nicht gefällt, wo ich einen Bonuspunkt abziehe, ist dieses künstliche Europa. Das habe ich ja schon gesagt. Ich würde hier auf einer ganz normalen Europakarte starten mit dann Magie. Ich würde hier keine Theaner spielen wollen, sondern ganz normale Europäer. Keine Usurer, sondern Russen. Und keine Eisenländer, sondern dann eben ganz normal die Deutschen. In einem verheerten Deutschland mit vielen Sümpfen und das dann eben mit so einem 17., 18. Jahrhundert oder so mit Monstern, das wäre eben so meine Idee, meine Anregung, die ich hätte, wenn ich das selber spielen wollen würde. Mir gefällt diese Welt also nicht, aber das ist auch nur einer von diesen Punkten. Die Todesspirale mit den Lebenspunkten finde ich allerdings ganz cool. Da sind schöne Ansätze dabei. Auch, dass es eben nicht direkt bestraft wird mit der ersten kritischen oder dramatischen Wunde, sondern dass das eben dem Helden durchaus nochmal helfen kann. Die zweite Wunde ist dann wieder gut für den Gegner und die dritte Wunde ist wieder gut für den Helden. Und das ist schon ziemlich heftig, wie man da dann eben sich aus dieser Todesspirale entweder nach unten oder auch nach oben wieder bewegen kann. Dann schwer verletzt diese Szene eben doch überlebt. Das ist cool. Was mir nicht gefällt, wo ich dann aber auch keinen Punkt für abziehe, ist, dass der Spielleiter einen Charakter nur dann töten kann, wenn man da auch einen eigenen Fate-Punkt für ausgibt, beziehungsweise so einen Schicksalspunkt, sonst geht das nicht, sonst ist das nicht erlaubt. Und wenn der Spielleiter eben selber keine Schicksalspunkte mehr hat, dann wird der Held ohnmächtig zurückgelassen. Dann kann man ihn vielleicht noch foltern oder sowas, aber dann kann man ihn erstmal zumindest nicht töten. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, aber das ist eben so gewollt. Das ist bei Fate ja auch nicht anders. Naja, ne. Mir gefällt es aber eben nicht so gut und ich wollte das einfach mal ansprechen. Was mir überhaupt nicht gefällt, das künstliche Kleinhalten durch die Begrenzung der Helden auf diese 15 Eigenschaftspunkte. Das habe ich ja schon einmal kurz durchgerechnet. Das sind 5 Eigenschaften, 15er Werte. Das heißt, ich kann, wenn ich meine Anfangssteigerung durch habe, wo ich dann jeweils 3 Punkte bekomme, dann kann ich nur noch zweimal eine Eigenschaft steigern. Ich habe selber keine Erfahrungswerte, wie lange das dauert. Und man kann dann eben auch diese Punkte verschieben und tauschen. Finde ich aber auch nicht, das ist irgendwie nicht so meins. Also da muss ich dann eben auch sagen, gebe ich dann ja 5 Punkte. 5 Bonuspunkte, die ich dann insgesamt verteile und damit kommen wir dann auf 12,5 von 16. Ja, wie gesagt, Empfehlung, ja,
Das liest sich schon sehr spannend, man muss es aber mögen. Es ist wie gesagt dieses Fate. Es ist für Storyteller, also super geeignet und auch gerade für Anfänger, die vorher noch nichts gespielt haben, die dann eben direkt in dieses Storyteller-System hineinkommen. Dem Spielleiter wird ein bisschen Schwierigkeit eben abgenommen, indem man dann eben auch die Spieler dazu ermutigt, eigene Szenen zu beschreiben. Aber da muss man auch wirklich dann aktiv sein und Lust haben. Das hilft dann eben nicht, wenn ich nur gerne irgendwas totwürfeln möchte und selber nichts beschreiben will, sondern einfach nur ja, irgendwelche Monster umklatschen will, ohne selbst irgendwie was zu leisten. Das wird nicht funktionieren. Da muss wirklich eine Gruppe von Storytellern sich darauf einigen, dass man jetzt eine richtig schöne Geschichte schreibt mit filmischen Szenen. Und dann ist es eine Empfehlung, ja, mit 12,5 von 16 Punkten. Ja, da kann man drauf aufbauen. Ich bin noch gespannt, was die nächsten Quellenbücher sagen, aber das ist so die Zusammenfassung zu dem Abenteuer bzw. dem Regelwerk Die Siebte See. Und ich lasse euch dann alleine. Preis pro Seite ist natürlich eingeblendet und das ist dann eure Entscheidung, was ihr damit tut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.